So, da der Golffahrer ist zurück. So, wir sind gerade beim G3 vorbeigefahren. Jetzt da hast es links abbiegen Richtung Wien, Brunn, Misselbach auf die Autobahn A5. Irrelevant, wenn wir sowieso auf der Biegespur stehen. Und gerade im Radio gehört da der Lastwagen ist stecken geblieben. Er war zu hoch. Verstehe ich eins nicht. Wenn ich mit einem Lastwagen fahre, muss ich wissen, wie hoch mein Lastwagen ist. Aber es kommt leider immer öfter vor, dass hinten irgendwas draufsteht. Also nicht. Mödling? Und vorne auf dem Hänger steht, weiß ich nicht, Bratislava. Und was drinnen sitzt, will ich gar nicht wissen. Das sollte schon irgendwie ein Verständnis da sein, aber ja. Ich kann mich erinnern, wir sind an meinem Budapest gefahren. Also, wenn es wirklich einmal Autofahren lernen wollt, dann fahrt bitte einmal durch Budapest. Das ist natürlich der Bröller schlechthin. So, jetzt biegen wir Richtung Brno, Polsdorf und Mieselbach ab. Aber nur für die Leute, die in die Therme wollen. Und die, die wieder zurück nach Wien wollen, die fahren bitte da jetzt gerade aus. Richtung Graz und Wien. Für Leute, die nach Graz wollen, fahrt einfach Richtung Graz. So viel dazu. So. Das ist jetzt eine 100er Beschränkung. Da sollte das besser aufpassen, weil da stehen ganz gern. Mal Zeit für einen schlechten Witz. Was ist grün und hupft durch den Wald? Ein Rudel Gurken. Ich hab nicht einmal beim ersten Mal lachen können, aber vielleicht kann von euch wer lachen. Dem in Frosche Mixer sage ich gar nicht. Ich glaube, den kennt ihr schon die ganze Welt. Na, jetzt kommt mein Lieblingstunnel. Schaut so geil aus. Aber leider viel zu kurz. Wird länger sein. Steh auf Tunnel. Die haben sowas von einer Wiedergeburt wieder. Und rein ins Licht. So, jetzt fahren wir auf der 50er Viertelstunde, wenn es lang ist. Und dann Abfahrt schräg. Wo ist ja wie? Ich schon gesagt habe, endlich eine Misselbach-Umfahrung gemacht haben, weil das durch Misselbach fahren ist ja ein Zustand. Jetzt bauen sie endlich die A5 nach Polsdorf aus, was schon lange an der Zeit war. Ein Hochteam, der das endlich durchsetzen können hat. Ich glaube, der Wüffing, der tut schon seit Jahren umeinander und jetzt wird es endlich gemacht. Was da an Lastwegen unterwegs sind, das geht euch echt auf keine Kurve. Es ist eine chillige Autobahn, zweispurig eigentlich, was für Radlfahrer. Ja. So, jetzt bremsen wir ein bisschen. Ich weiß ja nicht, warum der davor bremst, aber da bremsen wir halt auch. Vielleicht hat er das Gefühl, er fährt schon 200. Sonst gerade mal 120. Hey, ein Gigerer, seht ihr rechts? Ist ein Pferd drinnen. Es gibt zwei Versionen, was damit passieren kann. Entweder ein liebender Pferdezüchter oder draus wird ein Leberkäse gemacht. Übrigens, Pferdeleberkäse ist eine Spezialität. Ich muss es nicht haben, weil sobald es kalt ist, bäckelt es. Geschmackssache, genauso wie Blutwurst. Wer von euch hat schon mal Blunzen gefressen? Auf Deutsch eine Blutwurst. Als Kind habe ich ständig gegessen, ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe gedacht, schmeckt gut, ja. Vor allem außergräßt mit Äpfeln und so, ne? Dann war ich auch mal dabei beim Blutwurst machen. Das war Blunzenfest.
halbe Krone, ich kann auch eine. Durch die Darm durch. Aber ja, anscheinend hat es mir mal geschmeckt, also kann es so schlecht nicht sein. Ne? Ja, wir sind immer noch auf der A5. Ich werde mich jetzt ein bisschen zügeln. So, das war die Rache des Audis. War vielleicht nicht dasselbe, der was davon so präpotent war. Keine Ahnung, vielleicht ist er ja auch YouTube und schaut dann zu. Ne? Wolkersdorf Nord, wenn der Wolkersdorf führt zum Manna. Gibt es ein gutes Manna-Werk, da könnt ihr euch kaufen Bruchsachen. Das heißt, Sachen, die was nicht offiziell verkauft werden, sondern im Abmanna-Werk verkauft werden. Oft um die Hälfte günstiger. Die kann man dann dort gut ersteigern. So. Und ihr könnt jetzt auch mit mir in Zeitraffer mitfahren. Wir befinden uns jetzt der Höhe. Naja, eigentlich fahren wir gleich ab. Da ist schon die Tafel schräg Mieselbach, da müssen wir dann abfahren. Da sehen wir dann einen riesen Kreisverkehr. Einen Kreisverkehr. Wer kann sich noch erinnern, früher, wie es noch keinen Kreisverkehr gegeben hat, weiß natürlich welchen offen, was das eingefallen ist. Überall Kreisverkehr. Das habe ich früher noch in die Leute FNF-Filme gesehen. Und die Leute nicht aus dem Kreisverkehr rausgekommen sind. Da muss man ja gaga werden mit der Zeit. Nehmen Sie die dritte Ausfahrt links. Entschuldigung, da bin ich drinnen. Oh, wer kennt das nicht von seinem Navi? Das waren noch Zeiten früher. Der Kreisverkehr ist so groß, dass man gar nicht weiß, dass er Kreisverkehr ist. Man könnte glauben, da geht es irgendwo hin. Nein, da geht es in den Kreis. So. Und zwar ziemlich lang. Oh, rechts geht es zu den Geschüttelten, Richtung Gensendorf. Nichts gegen die Gensendorfer, ich mag es noch nicht. Wenn ich gehe vom Auto, ich kriege schon Aggressionen, bevor ich einsteige. Kann nichts dafür, bin einfach so gepolt. Da geht's Richtung Gavenstall und da geht's Richtung Landerteier und Mieselbach. Ob da, wo man die schöne Tankstelle sieht, die da mitten in die Pampa reingebaut worden ist, aber ziemlich gut ist, wenn man da früher plötzlich tanken muss, urplötzlich. Die Shell-Tankstelle, da kostet der Sprit-Diesel momentan 1,079. Hätte man das vor 25 Jahren gesagt, dass irgendwann der Sprit so teuer ist, in Schilling, war höchstwahrscheinlich keiner mehr mit dem Auto gefahren. So, wir fahren jetzt einmal so entlang der Straßen, bis die Umfahrung Mieselbach Umfahrung kommt und dann melde ich mich wieder. So, jetzt kommen wir zur Umfahrung Mieselbach. Die haben es Gott sei Dank gebaut. Wenn du durch Mieselbach fährst, brauchst du 10 Minuten länger. Obwohl die Umfahrung auf viel längere Strecken ist. Da fährt einfach in den schönen rechten Kreis da rein. Fahrt auf. So, da gibt man Gas. Schaut mal links. Blinkt. So, wir befinden uns auf der Umfahrung Mieselbach. Die hört genau hinter Mieselbach wieder auf. Beste Erfindung der letzten 20 Jahre. Die war schon lange fällig. So, ich melde mich dann wieder kurz verlaufen. Dann zeige ich, wo die Therme wohnt. So, welcome back. Wenn ihr nach Lahn wollt, nach Lahn an der Teier, dann müsst ihr ein paar Ortschaften fahren, wo ca. 95% miteinander verwandt sind. Die erste Ortschaft zeige ich gleich, die nennt sich Siebenhirten. Ja, ca. 5, 3, 5, naja, weiß ich nicht.
Jetzt sind wir 320 Einwohner. Und kaum bist drin, bist wieder draußen. Also aufpassen, man könnte es verpassen. Da gibt es dieses Weinviertel-Labyrinth. Da haben sie in der Gugelrotsfeld einen Weg reingemacht, so ein Ort Labyrinth, und ja, die Leute kommen und freuen sich. Da sieht man wieder das Niveau der Leute, aber ja, so kann man Kinder verlieren, Omas und Opas aussetzen oder einfach nur deppert sein. Ich verstehe es nicht, aber ja. Hat wieder das alle mal Geld gemacht. Das war ein Viertellabyrinth. Rangiert bei mir Kleinaugen Nietzsche Museum auf der Fuckliste. So, wir fahren da jetzt einmal durch sieben Hirten. So, und jetzt das gruseligste Dorf überhaupt. In das fahren wir jetzt rein, das heißt Hörersdorf. Das ist natürlich. Die schießen den Vogel ab mit 98% Verwandtschaftsgrad. Also wer da nicht Brüder und Schwester ist, ist wahrscheinlich Onkel und Tant. Ein Bauernkauf à la Bonheur. So, da ich nochmal 5% Energie hab am Handy. Wir sind jetzt in Landerthal. Ja, zum Abschluss werde ich noch begrüßen den Robertl, der sich gerade in Schladming rumtreibt. Alle YouTube-Seher, die gerade sich das anschauen. Manfred, Eva und natürlich meine bessere Hälfte, meine Frau Sigrid. Wenn ihr mal da seid, Kreuzung Weiler, einfach rechts fahren, wenn der geschissene Traktor weg ist, das ist das Übel am Lande. Wenn kein Stau ist, kommt der Traktor. So, da fährt sie mal da um die Kurven. So, dann die erste links. Dann kann nichts mehr schief gehen. Dann war selbst der letzte oft, wo die Therme ist. Geradeaus durch, ich gebe eh Gas, keine Angst. Die 5% müssen genutzt werden, damit ihr wenigstens wisst, wo das ist. So, jetzt da rechts, bei der Teierlandhalle rechts vorbei. So, da fuhren jetzt da links. So. Und zum Abschluss sage ich, macht Urlaub in Dukovany Atomkraftwerk. Dort habt ihr eine blendende...